wir kochen mal wieder, wie jeden Samstag. Wir machen heute Nudelauflauf mit Hackfleisch drin. Wir machen Lämmchen umbunden mit Speck. Da macht man dann hier, das sind Bananenblätter, die macht man nass. Und dann kann man hier die Seile, so breit man sie haben will, abziehen und hat wirklich Seile. Und das verträgt wohl auch die Hitze, auch wenn das auch, wenn es feucht gemacht wurde. Ja, Nudelauflauf, wie gesagt, mit Speck, mit Gehacktes, mit Sahnesoße, mit Porree, Lauch, mit feinstem Knoblauch. Ja, machen wir jetzt die Zwiebel. Wir machen mal die kleine. Ja. Filet. Machen erstmal die Silberhaut weg. So. Unser Schweinefilet haben wir jetzt gesalzen und gepfeffert und versuchen jetzt mal hier raus schöne Pakete zu basteln. Wir haben jetzt unsere Lämmchen mit dem umwickelten Speck richtig scharf angebraten. Die lassen wir dann nachher auf dem Nudelauflauf noch mitziehen. Machen jetzt unsere roten Zwiebeln, den Lauch und den Knoblauch gleich dran. Wir haben jetzt das Gehacktes mit dem Lauch, mit den Zwiebeln, mit dem Knoblauch abgelöscht mit ein bisschen Brühe und Sahne und Milch. Jetzt lassen wir das Ganze wirklich komplett abkühlen, ne, und machen dann ein oder zwei gequirlte Eier dran, damit das richtig schön stockt dann mit unserem Nudelauflauf. Wir haben jetzt unsere Nudeln hier gekocht, haben hier das, unsere Hackfleisch, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, Sahne, Milchmischung abkühlen lassen, haben hier ein Ei geknallt, legen wir das hier runter. So.
eins reicht, geben wir jetzt die Soße über unsere Nudeln. Die schmeckt wirklich klasse, die Soße übrigens. So, mischen das Ganze. Mischen das Ganze schön runter. So. Noch ein bisschen mehr. So, ob das Ganze jetzt passt. Eine Auflaufform. Wir sind ja hier etwas minimalistisch, weil wir auch ein kleines Höfchen noch haben, ne? Der übrigens schon am Vorheizen ist. Hier sind wir jetzt vor unserem Höfchen und haben unsere angebratenen Schweineländchenstücke. Die Soße wird man nicht verschwenden. Moment. Das ist das pure Aroma. Setzen wir hier ein, unsere Pakete. Ländchen Speckpakete. So. Machen jetzt Gouda. Der ist echt teuer hier. Machen jetzt schön Gouda hier rundherum. Und lassen das Ganze nochmal hier grillen und gratinieren. Das war wirklich gut. Das ist ein milder Gouda. ยังไม่เสร็จเลยยูเซอร่อยจริงๆแล้วอยู่อร่อยตรงนี้ไม่ได้หรอเนาะไม่สวยหรอ This is better for the noodles you know? Oh.Achso, die Speckpakete. Wir hatten in dem Supermarkt, wo wir waren, haben wir nur so kurzen Speck bekommen. Deswegen musste ich kurze Speckstückchen hier rundherum legen und dann eben zusammenbinden. Bei einem großen Speck brauchst du es nicht, weil du die schön, wenn das einmal rumgeht, kannst du die Flächen schön zusammenbraten. Ging in dem Fall nicht. Da mussten wir halt mit Bananenblättern improvisieren. So, jetzt geht das Ganze in die Röhre. In die kleine Röhre, die wir hier haben. Die reicht vollkommen aus. Lassen das Ganze jetzt so eine Viertelstunde ungefähr. Ja. Nee, okay. So, jetzt schauen wir mal, was hier draus geworden ist. Ich habe das eben noch mal eine Stufe höher gesetzt, damit wirklich von oben die Heizstäbe noch mal richtig drauf donnern. Wow. So, jetzt wollen wir mal so ein Paket. Jetzt holen wir uns mal so ein Paket hier raus. Wir machen natürlich den ersten Teller für mich. So, wir schneiden das Ganze mal an. Unser Speck ummantelter. Wow. Richtig juicy, ne? Wie man sieht, richtig juicy. Ah, genau wie das sein soll. So, das schneiden wir hier einmal auf. Das Bananenblatt, weiß ich gar nicht, ob man das jetzt hier rauskriegt. Ich habe das erste Mal als Seil quasi verwendet. Das könnte ich mir jetzt mal. Ohne Worte.
richtig leckeren Gratin mit der richtig leckeren Soße hier was runter. Machen wir das hier drauf. Käse. Ja, so kann man den Kleinen auch kochen hier. Wow, richtig schön Käse dabei. Richten wir das jetzt richtig schön an. Machen wir ein bisschen so. Noch ein bisschen Pfeffer als Garnierung. Voilà. Gute Menge. Probier das Ganze jetzt schon mal. Wow. Ja, alle. Ah, halt schon, okay. Jai! Oh, this side. Yeah, you told me. Oh. เอาหมู มันบัดแล้วไงยาย Cheese. Cheese. You try. You try. She give, you give tea again. บะหมี่ค่ะเจ้าขอบคุณครับ enjoy ขอบคุณบะหมี่ที่เป็นเคียวๆเนาะค่ะยายซื้อข้อๆไว้นะเดี๋ยวไว้วันนั้นเดี๋ยวจะผัดซื้อไอ้อะไรนะฮอทดอกไว้ฮั่นล่ะฮอทดอกฮอทดอกเป็นเจนอะฮอทดอกของซีพีซีอะอร่อยดีถ้าพี่ไก่อยู่เมื่อกี้พี่ไก่ชิมอร่อยค่ะขอบคุณครับหวานโอ้ das ist lecker echt อร่อยมากอร่อยมากมาก sehr leckerSehr, sehr lecker. Mag, mag. Wir sind jetzt hier im Garten. Wir haben jetzt sobald es Sonnenuntergang. The sun goes down, I think, in about 30 minutes. Right? Das war eine gute Idee. ชิมอันนี้กันเนาะนี่ตรงนี้Also wir haben hier gerade noch einen Besucher vom Nachbar. Hallo, Ching Ching. Miau, lo? Miau. Okay. Cola? Hallo, hallo.
Cola not good for children? Ich habe das schon ein bisschen klein geschnitten, das Ländchen. Also typisch Thai, weil man hier nicht mit Messer isst. Es ist lecker. Einfach lecker. Wow. Sehr gut gelungen. Wie eigentlich wie immer, wie fast immer. Thank you.